Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Call of Duty WW2. In der letzten Folge haben wir den Zug aufgehalten, den SOI, glaube ich, hieß er noch. Und heute spielen wir die Befreiung. Wir sind schon in Paris vorgedrungen. Und vielen, vielen Dank an die ganzen Abos, ne? Am Freitag haben wir zwei dazu bekommen. Jetzt heute, vor einer halben Stunde oder vor einer Stunde, haben wir einen noch dazu bekommen. Und vielen, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt 64 Abonnenten. Und ich würde vorschlagen, fangen wir jetzt auch sofort an. August 1944. Es ist soweit. Wir befreien Paris. Die 2. französische Panzerdivision und die 4. US-Infanteriedivision treffen bei Dämmerung ein. Heute Nacht geht es los. Ah ja, dann wollen wir doch mal anfangen hier, ne? Das mit dem Zug ist jetzt eine Woche her. Unser Platoon ist mitten in Paris und unterstützt die Résistance. Rousseau und Crowley planen, die Besatzungsmacht zu sabotieren. Es gilt, sie im Kern zu treffen. Wir haben Dokumente aus dem Zug erbeutet. Rousseau und ich infiltrieren als Nazi-Offiziere getarnt die Garnison. Hier lang, Gentlemen. Die Garnison untersteht SS und Polizeiführer Heinrich. Als er mich nicht fand, ergriff er meine Eltern. Dann mein Mann. Und schließlich meinen Sohn. Heute Nacht wird jeder Verlust, alles, wofür wir kämpfen, Sinn bekommen. Heute Nacht befreien wir unsere Stadt. Die Garnison. Unser Kontakt dort versorgt uns mit Sprengsätzen. Und wenn wir die Tore sprengen, ist das Ihr Signal für den Vormarsch. Wir zählen auf Sie. Okay, Männer, legen wir los. Die Deutschen werden es uns nicht leicht machen. Wenn wir jemanden wie Pearson überleben, überleben wir alles. Ich war an seiner Seite in Kasserine. Wenige sind zu mutig. Es ist bald vorbei, mes amis. Aber zuerst betreten wir den Wolfsbau. Wir sehen uns da. Kontrollpunkt. Nazi-Schweine. Wir fahren ja schon. Dieser Albtraum ist bald vorbei. Wenn man sie anspricht, muss ihre Geschichte wasserdicht sein. Gehen wir es nochmal durch. Sie sind Gerda Schneider, Militärattaché. Herr Spiegel vom Geheimdienst hat Sie geschickt zur Planung von Heinrichs Evakuierung nach Berlin. Sehen Sie sich alles in Ruhe an. Na, das machen wir doch jetzt erstmal dann, ne? Sehen wir uns mal die Papiere an, die wir hier haben. So, das müssen wir uns merken. Wir sind Gerda Schneider, wir kommen aus Hamburg, Deutschland. Unser Kontaktmann ist Franz Spiegel und Zweck sind die Reisepapiere für Polizeiführer Heinrich. Also, das müssen wir uns merken. Das ist unsere einzige Chance. Den Insider anzuwerben hatte einen hohen Preis. Finden Sie ihn und tauschen Sie die Aktentaschen aus. Hoffentlich bringt er uns die Sprengsätze zum Sprengen des Tors. Warum so besorgt, Major? Das ist mein Job. Ich warte außerhalb der Garnison auf den Abschluss der Operation. Wer hat Sie geschickt? Herr Spiegel. Gut. Ganz egal, was passiert. Sobald der Tausch abgeschlossen ist, dürfen Sie die Aktentasche nicht mehr aus der Hand legen. Ich bin so weit gekommen. Jetzt werde ich es ganz sicher auch beenden. Ja, hoffentlich, ne? Befreiung, 25. August 1944, Paris, Frankreich. Also dann, wollen wir dann mal, ne? So, wir werden auch gleich überprüft hier. Na, sonst kommen wir nicht rein. Danke sehr. Gehen Sie weiter. Jetzt sind wir dran. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Aktentasche. Aber natürlich. So, dann wollen wir mal zu ihm gehen, ne? Aber ganz schön langsam. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ja, wir haben Reisepapiere, ne? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich.
Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Gehen Sie weiter, Fräulein Schneider. Vielen Dank. So, schon rein da. Wo lang? Nee, da lang. Nicht vergessen, Ihr Kontaktmann heißt Fischer. Er trägt eine graue Offiziersuniform. Wie lautet das Passwort? Verlaine. Viel Glück. Vielen Dank, das werden wir brauchen. Oh, guckt euch mal hier das schöne Gebäude an. Suchen Sie Offizier Fischer. Gucken wir uns auch erstmal hier oben, ne, bevor wir hier weitermachen. Naja, die unterhalten sich mitten im Krieg natürlich, ne? Ist ja völlig normal bei den Deutschen. So, was haben wir hier noch Schönes? Gehen wir mal nach vorne ein bisschen. Guck mal, hier ist noch eine schöne Couch. Die haben auch schönen Tage da noch, ne? Oder das, was von ihnen noch übrig war. Die französische Kastanien. Ja, natürlich, ne? Kennst du sie? Nee. Euch kenne ich nicht. Aber ich vermisse die Heimat. So. Hier haben wir auch noch ein paar Soldaten, die sich hier ausruhen und Musik lauschen am Megafon. So, was haben wir hier noch Schönes? Ein Dokument, wer das lesen will, kann das Video kurz pausieren. Ich habe keinen Bock dazu, das zu lesen, aber das interessiert mich nicht so. So, hier haben wir einen, den wir mal was fragen können, ne? Fragen wir ihn mal was? Der guckt sich gerade die deutsche Karte vom Zweiten Weltkrieg an. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ja. Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. Vielen Dank. Gern geschehen. Ja, da wissen wir schon ein bisschen mehr, ne? Finden Sie Fischer im Keller? So, dann wollen wir doch mal runter wieder, ne? Wollen wir nicht mal was essen darüber sprechen? So, wo geht's runter? Die labern da über Essen. Da hängt eine deutsche Flagge. Wäre eine deutsche Kriegsflagge. So, außer Betrieb der Fahrstuhl. Ja, dann wollen wir den nicht benutzen, ne? Was haben wir hier Schönes? Opa, Plaudertaschen. Gehen wir mal kurz auf die Toilette. Ich habe endlich einen Brief von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? Ja, er meint, dass er täglich schreiben würde, aber ich habe im vergangenen Jahr nur 5 oder 6 bekommen. Wo ist er stationiert? Im letzten Brief stand, er wäre in Russland. Wie läuft der Krieg denn? Nicht so gut. Das Wetter ist grauenhaft und die Russen sind zäher als gedacht. Aber ich glaube ganz fest, dass mein Klaus zu mir zurückkommt. Aber sicher doch. Ja, Klausi Maus, du musst wieder zurückkommen, Klausi Maus. So, was haben wir hier unten noch auf dem Boden? Hier haben wir noch eine schöne Erinnerung liegen. So, hier haben wir noch schön ein paar Handtücher, ein Gemälde, ein paar Fensterchen. Oh, und Medizin, das nehmen wir mit, das brauchen wir unbedingt. Ja? So. Oh, was ist hier los? Hier geht es angeblich zum Keller. Den können wir einen Schlüssel klauen. Ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Okay. So, Schlüssel klauen. Hallo. Guck mal. So, Schlüssel erlangen, Gott sei Dank. So, an der Stelle wäre es mal schön, wenn ihr abonnieren würdet. Dann würde ich mich sehr drüber freuen, ne? Ist auch kostenlos, vor allem bei mir hier. So, dann gehen wir mal runter. So, durchsuchen Sie den Keller. Mal gucken, was haben wir hier. Guckt euch mal das an. Das müssen wir mal inspizieren, die ganze Lager da. Hey, das ist die richtige Schleudermaschine, der Typ da. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Aufhören. Mais qu'est-ce que... Restez caché. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance. Ah ja, vive la résistance. So, raus mit uns hier wieder. Und dann fragen wir mal hier die netten Herren am Tisch da, ne? Ob die Oberst Fischer kennen oder wissen, wo der ist. Ah, war witzig, lustig, Mordskerl.
So, wer ist das? Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. So, Frage stellen, Fischer? Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um eine Besprechung vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Aber natürlich war es das. Erreichen Sie den ersten Stock. So, aber bevor wir den ersten Stock erreichen, guckt mal, was ich hier gefunden habe. Wie die schönes Gefängnis. Öffnen wir mal die Tür. Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage. Vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole. Je le jure. Vos camarades sont en chemin. Le jure? Vive la résistance. Oh ja. Der nette Claude, ne? Claude hat mit uns gerade gesprochen, Französisch. Le jure. Naja. So, wollen wir mal nach oben gehen hier? Dann müssen wir nicht den gleichen Weg nochmal laufen. So, können wir mal hier die Tür öffnen. Oh, hier steht ein Soldat. Den sollten wir mal nicht verärgern. So, wo geht's hier hin? Hier ist auch so eine Tischbesprechung da. So, hier haben wir wieder so einen Brief. Den könnt ihr mal wieder pausieren, das Video, um das durchzulesen. So, gehen wir mal hier eine Runde. Machen wir Pirouetten, um unsere Kilometer zu bekommen. So, und dann sind wir wieder, glaube ich, an der gleichen Stelle wie vorhin. Hier ist die Toilette, ja. Gehen wir wieder zurück. So, hier ist ja, glaube ich, der Soldat, ne? Ja. Ist nur autorisiert, das ja, ist ja gut. Ich hau ab. Wir hauen ab. Wir wollen da nicht hin. Wir wollen uns nicht autorisieren. So, gehen wir mal von hinten lang. So, und dann nach oben. Und dann hier rein. So, finden Sie Ihre Kontaktperson. Das machen wir doch jetzt mal. So, da ist auch Soldat. Ich schalte wieder zurück. So. Und dann gehen wir hier lang. Wer ist das? Mit dem sprechen wir auch mal. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Fischer. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Was für eine Reaktion. Ja. Lust. So, gehen wir mal zu Fischer. Wo ist Fischer? Hier bestimmt. Fragen wir ihn mal, ob er Fischer ist. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, das ist Fischer. Code Haben Sie die Werke Verlaines gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch eines meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Aber natürlich. Wir folgen jetzt Oberst Fischer. So, wo geht's da lang? Ah, einmal um die Ecke also. Wir müssen uns beeilen. Sind Sie bereit für den Austausch? Nein, Sie sind früh dran. Und ich muss zu einer Besprechung. Ich transportiere die Sprengsätze in einer Tasche, wie Sie sie haben. Wir führen den Austausch im Planungszentrum durch. Gehen Sie voraus. Nein, ich werde beobachtet. Nutzen Sie Ihre Tarnung, um in Heinrichs Büro im zweiten Stock zu kommen. Von da gelangen Sie an den Kontrollpunkten vorbei in den Nordflügel. Man darf uns nicht zusammen sehen. Wir treffen uns im Planungszentrum. Also gut, dann wollen wir mal. Betreten Sie Heinrichs Büro, dann wollen wir mal rein. Ins Heinrichs Büro. Am Empfang liegt ein Zugplan aus. So, wo geht's lang hier? Gehen wir mal hier lang. Und dann müssen wir da nach oben. So. Eine Stewardessin? Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ey, wisst ihr was? Das ist keine Sekretärin, das ist eine Stewardessin, so wie sie aussieht. So. Gehen wir mal rein hier ins Heinrichs Büro und öffnen wir mal hier ein bisschen Fenster. Aber vorher gucken wir uns dieses schöne Prachtstück hier mal an. Was ist das? Wieder so ein doofes Dokument. Könnt ihr pausieren, wenn ihr wollt, ne? Kein Bock zu lesen. So. Machen wir jetzt das Fenster auf. Hier ist so stickige Gelüfte drin, ne? Ich habe sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was sie an dem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen.
Fräulein Schneider. So viel Schönheit ist durchaus eine willkommene Abwechslung für meine Augen. Oh, wie nett. Wenn Sie soweit wären, würde ich Ihnen dann Ihre Reisepapiere zeigen. Dazu kommen wir. Schon noch. Vielen Dank. Danken Sie mir noch nicht, Fräulein Schneider. Selten darf ich so reizenden Besuch hier bei mir empfangen. Lassen Sie uns doch noch ein paar freundliche Worte wechseln. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Sehr schön. Also, Herr Gruber hat Sie geschickt, um meine Abreise zu arrangieren. Ich fühle mich geschmeichelt. Das war Kommandant Spiegel. Sehr gut. Wirklich gut. Man kann einfach nicht vorsichtig genug sein. Sie sehen so ernst aus. Trinken wir. Auf meine Rückkehr ins Vaterland. Die Franzosen verdienen einander. Aber mein Gott, wie werde ich diese Küche vermissen? Wie der Ortolan. Dieser delikate Singvogel. Die Augen rausgerupft. Frisst er unentwegt. Dann ertränkt man ihn in Armagnac. Göttlich. Ich weiß nicht, was ich mehr genieße. Den Geschmack des zarten Fleisches. Oder den Anblick, wie er qualvoll ertrinkt. Aber bei einer Sache bin ich mir ganz sicher. Zu sehen, wie Ihr Sohn zappelte, als er unter meinem Stiefel ertrank, war die größte Freude überhaupt. Rousseau! Oh, schnell das Ding da nehmen und dann irgendwas machen. Ja, also ich finde, das sieht schon ein bisschen eklig aus, ne? So, nehmen wir das, den Koffer hier und dann nichts wie raus. Treffen Sie Fischer in der Kommandozentrale. So, raus mit uns. Hallo. Zack. Oh, oh, die Sekretärin kommt. Guckt euch mal da, Notre Dame. 1944. Sieht besser aus als jetzt. So. Gehen wir mal rein hier. So, hier geht's lang. Einmal ein bisschen Slalom laufen. So, und dann geht's hier rein im Fenster. Schnell rein, hallo, rein. Genau. So. Billardzimmer. Hier haben wir noch unser Dokument. Könnt ihr wieder pausieren und lesen, wenn ihr wollt. Ihr wisst ja, das interessiert mich nicht so. So, an der Stelle könnt ihr mal wieder abonnieren, ne? Ist kostenlos. Würde mich sehr drüber freuen. Gehen wir mal hier zu Fischer. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Gehen Sie. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es wird Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. So schnell weg hier, ne? Wir wollen ja schließlich nicht erwischt werden. Wir müssen nach unten, nicht nach oben. So. Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Nochmal hier entlang, da. Oh oh. Halt!
Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Oh oh. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. So, Sie haben bereits überprüft. Ich komme spät zum Treffen. Ich komme zu spät zu einer wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Ja, entspann dich. Nicht so hastig. Ja, vielen Dank für die Hilfe auf jeden Fall mal, ne? Grüße gehen raus. So. Wir sollen auch da reingehen. Guckt euch mal, wie viel Blut hier schon wieder ist. Unverschämt. Sie enttäuschen mich nie. Wir sind aufgeflogen. Hier sind jetzt alle alarmiert. Sie haben unseren Kontaktmann. Hat der Austausch geklappt? Ja, ich habe die Sprengsätze. Dann haben wir eine Mission. Wir treffen uns im Hof, sobald die Sprengsätze platziert sind. Okay. Tarnung. Ich muss leise sein. Also wir müssen jetzt schön im verborgenen Handeln. Platzieren Sie Sprengsätze am nördlichen Tor. Am nördlichen Tor, ne? Nicht Tor, Tor. Und das er schön rollen. So, den können wir hier schon mal mitnehmen. Headshot. Geht doch. Nummer 1 ist weg. Den können wir hier auch wegballern. Zack, zack. Da rechts sogar ein Schuss. So. Dann gehen wir mal hier an der Mauer entlang. Machen wir hier Fenster auf. Rein mit uns. So. Sind wir drin. Noch ein Fenster auf. Ein bisschen frische Luft schnappen. Hier ist ein bisschen zu viel CO2 drin. Oh! Da wurden wir gesehen. Oh nein! Jetzt hat er uns nochmal gesehen. So, er kommt jetzt rein. Wir gehen hier von hinten rum. Identifizieren Sie sich! Ja, na, hier bin ich doch. So. Schön leise Kill. Oh, guckt euch mal das an. Meine Lieblingswaffe in dem Spiel. So. Noch ein bisschen Munition sammeln. Zack. Das sieht doch gut aus. Zu riskant. Ja, da wollte ich nicht hinschießen. Ich wollte nur gucken, was er da macht. So, wohin gehen wir jetzt? Gehen wir noch ein Fenster öffnen. Gehen wir mal hoch. Die andere Seite. Ich bin so doof, ne? Wir machen das Fenster auf. Will reingehen, aber geht dann noch durch den Balkontüreingang. So, hier ist noch ein Deutscher, den nehmen wir auch noch mit. Schön leise. Ohne Munition zu verschwenden. So, das hätten wir auch. So, wo haben wir hier die nächsten Leute? Nach oben geht's, glaube ich, nicht, ne? Ne, nach oben geht nicht. Gehen wir runter. So, ist hier jemand? Ne, sieht nicht so aus. Also bis jetzt noch nicht. Da ist eine verschlossene Tür, die können wir ja aufmachen. Wir haben ja den Schlüssel von dem einen Deutschen da geklaut. So. Machen wir mal auf hier. Ist hier jemand? Nein. Da ist aber jemand. So, kriegen wir den? Na, natürlich. Jetzt genau in dem Moment, wo ich zielen will, geht er wieder weg. Was für ein Arsch. Komm, machen wir so. Und platzieren wir mal hier Sprengstoff. Nur noch eine. Ja. Jetzt am südlichen Tor noch. Gehen wir mal hier erstmal zurück kurz. Gucken wir uns nochmal ein bisschen um. So, hier kann man nichts machen. Da geht's raus. Und hier ist nichts mehr. So, gehen wir dann nochmal kurz nach oben. Checken wir da nochmal die Lage ab. So, hier ist ja nichts. Hier entlang. So, was haben wir hier? Eine Erinnerung nochmal. Da unten sind noch ein paar Fenster zu öffnen. Gehen wir wieder zurück hier. Ich habe mich ein bisschen vertan. Gehen wir zurück und nein, dann da nicht. Da hier wird auch die Sackgasse. Ja. Wieder zurück. Da nicht. Da auch nicht. Hier gehen wir mal wieder hier raus gleich. Ja, hier raus. Gehen wir ins andere Gebäude. Also hier auf die Seite vom Gebäude. Oh, oh, oh nein, da ist ein Deutscher. Das war knapp, das war knapp. Oh, aber dafür ein bisschen Munition noch dazu. So. Retten Sie Fischer. Optionale Mission. So, das machen wir doch mal. Wo ist er überhaupt? Ach, da auf der Seite. Oh, da ist ein Deutscher, der kann uns sehen. Legen wir uns mal auf den Boden und schleichen wir hier mal ein bisschen rum, ne?
So. Den erschießen wir mal. Zack, zack, zack. Klack, klack, klack. Und befreien den mal hier. Danke, ich bin hier, falls es Probleme gibt. Ja, natürlich, das ist sehr freundlich, ne? So, da geht's, glaube ich, nicht raus. Haben wir hier noch was? Hier ist noch ein Deutscher. Der kann später Probleme machen, den nehmen wir natürlich auch mit. So, da ist zu. Da geht's hier weiter. Hier ist die Sackgasse wieder. Zurück. Gehen wir nach oben. Oben ist immer gut. So, höher geht's, glaube ich, nicht, ne? Ja, ne, höher geht's nicht. So, hier rein. Hier waren wir, glaube ich, vorhin schon, glaube ich. Hier sind wir, glaube ich, reingekommen. Ja, hier sind wir reingekommen. Gehen wir hier wieder raus. So. Gehen wir wieder nach oben da. Auf die andere Seite. Oh, auf die andere Seite. So, schlängeln wir uns mal hier an der Wand wieder vorbei. Schnell darüber. Zack. Oh, oh, da können wir uns einer sehen. Schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Sehr gut. Keiner hat uns gesehen, Gott sei Dank. So, was haben wir hier noch? Ja, da ist zu weit weg. Das sind, glaube ich, auch zwei. Hier kommt ein Deutscher, den kriegen wir. So. Der sollte jetzt zu mir kommen. So, genau, den haben wir auch. So, keiner hat uns gesehen. Alle erledigt bis jetzt. Oh, da steht auch ein Deutscher. Den können wir auch noch mitnehmen. So. Bis jetzt sind wir gut unterwegs. Schön heimlich immer. Vor Betreten des Gebäudes werden alle Papiere überprüft. Jawohl. Ist ja gut. So, hier ist ein bisschen dunkel. Da geht es auf jeden Fall weiter. Oh nein, da sieht uns einer oben. Können wir das Licht da mal ausschießen? Das wäre nicht schlecht für uns. Oh oh. Scheiße, nein, wir wurden entdeckt. Och Mann. Wir waren so gut unterwegs, wir hätten das komplett geschafft, ohne dass uns jemand sieht. Naja, egal. Wir verstecken uns hier gerade hinter einer Flagge. Bescheuert, ne? Aber hat irgendwie funktioniert. Ich dachte, Sie könnten Hilfe brauchen. Ja, natürlich. Gute Arbeit. Platzieren Sie jetzt die letzte Ladung am Südtor. Ja, gehen wir mal. Nehmen wir hier unsere deutsche Waffe wieder, unser deutsches Maschinengewehr. Und laufen wir damit ein bisschen durch die Gegend. Schwimmen wir mal ein bisschen Rocky, Rambo. Jetzt spielen wir eine Mischung aus Rambo und John Wick. So, runter mit uns. Gehen wir mal hier hoch. Da hoch. Oh nein! Oh scheiße, hier wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich aufs Dach. Naja, macht nichts. So, jetzt metzeln wir hier weiter rum. Da hier sind ein paar Deutsche. Da, 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 nein. Scheiße, nachladen, keine Munition mehr. Wisst ihr was? Gehen wir jetzt schnell nach oben. So, hier hoch einmal, ja genau. Hier und dann einmal hier noch rüber. Und hier wieder runter, so gut. Hier können wir rein. Oh, hier haben wir noch einen Deutschen da. Gehen wir mal ein bisschen nach oben. So. Den hätten wir jetzt auch. Ey, der ist immer noch nicht tot. Was für ein Arsch. So, nehmen wir hier diese MG. Da ist aber nicht viel Munition dabei. Nehmen wir wieder hier unsere normale Waffe. Ey, was haben wir hier für einen Arsch, Alter. Was schießt das ab? No, da ist einer Verbündeter. Den wollen wir nicht. Ey, ich vertue mich immer. Jedes Mal denke ich, das ist einer von den Gegnern. So. Also Fischer. Wir müssen zum Tor. Oh oh, oh oh. Das war nochmal knapp. Aber scheiß Dings. Pistole haben wir hier gehabt. So. Nehmen wir hier wieder die deutsche MG. MP meinte ich. MP, nicht MG. So, hier haben wir nichts mehr, ne? Ja. Hier jetzt haben wir wieder noch einen Deutschen da. Ah ne, das ist Oberst Fischer. Scheiße. So, gehen wir hier raus. Oh, ich habe noch einen Deutschen. Hier auch nochmal. Oh, der ist ein Flammenwerfer. Gehen wir schnell nach hinten. Scheiße. Alter. Hier. Tschüss, der Ur aus Thailand. Jetzt liegt es bei Ihnen und Ihrem Team, Daniels. Irgendwas stimmt nicht. Wir sollten gehen. So, das war das Zeichen. Hier sind ein paar Deutsche, die können wir mitnehmen, alle. So, alle weg. Zack.
So, haben wir hier eine deutsche? Ja, geil. Guckt euch mal das an, eine MP40. Die nehmen wir natürlich mit. Erstmal kurz Knarre testen. Die Scheiße, nehmen wir die deutsche Waffe hier. Richtig geil nachladen und Munition sammeln. So, haben wir hier was Deutsches noch? Ne, haben wir nicht. So, gehen wir mal weiter mit der amerikanischen weiter hier, ne? Die hat ein bisschen mehr Munition, glaube ich, oder was? Oder keine Ahnung, sowas. Aber ne, mehr Reichweite hat die, ja genau, mehr Reichweite. Munition hat ja die andere mehr. So. Gehen wir mal hier entlang, hier ist nichts da, ja. Hier sind wir schön in Sicherheit, so gehen wir mal hier entlang, da gibt es ein bisschen was zu schießen. So. Nicht richtig getroffen, aber egal. So, den haben wir hier, den haben wir auch. Ein bisschen John Wick spielen, ne? Hier unterm Baum nachladen und dann da haben wir auch noch einen schönen. So. Guck mal, vor unserer Nase läuft einer. Das ist doch schön, oder? So, das sind ja unsere amerikanischen Verbündeten. So, da haben wir auch noch einen deutschen. Den haben wir komischerweise getroffen. Obwohl ich nicht gezielt habe. So, weiter geht's. Ey, komm, schieß doch mal ein bisschen besser. Unverschämt sowas. So, an der Stelle schön Kanal abonnieren, der ist kostenlos, würde mich sehr drüber freuen. So, hier haben wir noch ein paar andere Deutsche. So, und was machen wir jetzt? Oh, da haben wir hinten einen zum Retten, den nehmen wir natürlich mit. Hier haben wir noch Medizinstückchen, den nehmen wir auch noch mit. Und hier den Typ retten wir mal hier, ziehen wir mal kurz zur Seite. So gnädig sind wir ja schließlich noch, ne? Halte durch, Kumpel! So. Ihnen haben wir mal ein bisschen geholfen. Werfen wir mal eine Granate. So, metzen wir hier auch noch mal ein bisschen rum, ne? Hallo! Was ist hier los? Schön Medizin noch mal schlucken hier, um ein bisschen was zu bekommen, ne? Und dann hier rum noch ein Deutscher. Zack, zack, zack. Weg, weg, weg. So, was haben wir hier noch? Ein paar Deutsche. Einfach wegkommen. Oh, das war einer von uns. Das wollte ich nicht, sorry. So. Was haben wir hier noch? Hier haben wir keine Munition mehr zu finden. Müssen wir dann, glaube ich, die Deutsche nehmen. Oder nehmen wir mal kurz das hier. Dann laden wir mal kurz nach. Guck mal, sogar Frauen schießen hier. Guckt euch das mal an. So, schießen wir jetzt auch mal ein bisschen mit. So, gehen wir mal kurz rüber hier zu Sassman, Medizin holen. Rüber damit! Genau, rüber damit! Nehmen wir das doch mal und hier können wir mal nachladen, Munition, Medikit. So, nehmen wir Scharfschützengewehr. Immer drauf! Ja, bereit für Munition! Hier, Private! Vielen Dank! Einmal nachladen, bitte. So. Nehmen wir die MG hier einmal. Und hauen wir die alle weg. Ja, nee. Nachladen bitte, nachladen, schnell nachladen. So, das hätten wir geschafft. Haben wir alle. Ich schnell rüber zur Garnison. So, stoßen Sie zu Quale rüber. Ich kann den Namen nicht so gut aussprechen. Wo sind Sie, Sergeant? So, nehmen wir mal hier wieder das Deutsche. Die deutsche MP. Crowley! Die Garnison ist fast gesichert. Es ist noch nicht vorbei. Die Deutschen starten bald einen Gegenangriff. Wir brauchen Verteidigungen. Mir nach. Also dann, gehen wir voran. Sichern Sie das Gebäude. So, an der Stelle, wo wir vorhin kontrolliert wurden, da gehen wir jetzt wieder rein. So, hier geht's rein. Der Deutsche ist noch drin. Wir müssen ihn töten. Entdeckung, los, los! So, wie sollen das Ding da jetzt nehmen? Hier. Rousseau, wir brauchen da drin Rauch. Das Foyer sichern und das Gebäude durchkämmen. Feindliche sind da rausgekommen. Gehen wir's an. Ey, die Waffe ist so scheiße, ne? Guck mal, guckt euch mal das an. Jedes Mal so eine. Ey, Scharfschützengewehr. Ja, gut. Die deutsche Waffe ist irgendwie verloren gegangen. Ich weiß auch nicht warum.
Er hat die deutsche Waffe jetzt. Was für ein Arsch, Alter. Richtiger Malaka. So, dann müssen wir uns jetzt neu holen. Granate geworfen. Boom. Ja, für Granate. Hier kann die auch mal explodieren. Ja, mal bitte, geht doch. So. Hier haben wir eine deutsche Waffe. Die nehmen wir natürlich wieder mit. Das ist unsere Waffe. Die dürfen wir nie aus den Augen lassen. Also Scharfschützengewehr haben wir hier noch und unsere deutsche Waffe. So, laufen wir mal hier rum, schlendern wir durch die Gegend nochmal und bewundern das schöne Gebäude. Und wisst ihr was, jetzt gehen wir mal lieber schnell nach oben, sonst wird es zu langweilig. Auch mir. So, wo lang müssen wir? Hier ist nichts. Hier wird schon rumgeschossen, aber ich weiß nicht wo, wo sind sie? Mann, ich sehe sie nicht. Komm, laufen wir mal eine komplette Runde, mal gucken, ob hier was passiert. Ja, hier ist auch immer noch nichts. Ah, da ist was. Schnell zu nach... Keine Ahnung, nach hinten. Nach vorne. So, knallen wir hier mal ein bisschen rum. Ah, mit ein paar Knallfröschen. So. Oh, den haben wir sogar getroffen. Mit einem Schuss. Runter, noch. Runter. What the hell? Raum sicher. Wir brauchen Verteidigungen. Die Deutschen werden bald hier sein. Von hier aus sehen wir, wenn sie kommen. Wenn sie zu nahe kommen, nimmt die Molotow. Schmeiß eine Granate! Ja, also genau, das war jetzt so zum Testen. Ne? Ich wollte nur gucken, mit was wir, mit wem und was wir es hier zu tun haben. Ne? Mit uns. Wir haben es fast geschafft. So, verteidigen Sie die Garnison. Wir werfen Rauch auf die Straße. So, wir sind hier Scharfschützen mal wieder. Einer meiner Lieblingsmissionen. Da kommen sie. Als Scharfschütze. Daniels, ziel auf den Fahrer. So, Fahrer, wo ist das Auto? Da hinten ist ein Auto. So, Fahrer ist da. Zack. Haben wir getroffen. Sehr schön. Guter Schuss von uns. So. Wo sind unsere nächsten Ziele? Hier hinten. Nicht auf die Brücke lassen. Das ist das Ziel. Das wird ein bisschen schwierig. Ja, gut. Oh, das sind die drei von der Tankstelle. Seht ihr das? So, da waren es nur noch zwei. Oder auch nicht. Zap, 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 Headshot, boom, weg damit. Da ist sogar der Helm hochgeflogen. So beeindruckt war der. So, hier, da, der denkt sich auch, der könnte in der Wasche wieder zurückrennen. So, den haben wir hier auch noch. Hier haben wir einen Flammenwerfer, wisst ihr was, den schießen wir hinten mit dem Gepäck rein und dann mal gucken, was er damit macht. Da fängt er an zu tanzen. So. Da werfen wir eine Granate da, Rauchgranate auch noch. Granate, alles, was man da hat. Zack, zack, zack. Ey, den, da müssen wir zuschießen, da können wir nicht widerstehen. Habt ihr das gesehen? Schön durch die Mitte, aber durch. Granate! Oh, da haben sogar richtig gut getroffen. Soll man nachladen hier? So, da ist ein Parkettgeschütz, sehen aber Headshot, boom. Oh, der fliegt aber weit, der fliegt weit. Oh, habt ihr das gesehen? Der Helm fliegt auch. Wagen einen Vorstoß, Molotow-Cocktails einsetzen. Also werfen wir mal die Cocktails hier rauf. So, aber erstmal erledigen wir hier mal unseren Job. Oh, wir haben getroffen. Wir haben getroffen, ganz knapp aber nur. Aber immerhin getroffen. So, den haben wir auch noch weg. Panzerschreck, wo ist Panzerschreck? Ich sehe keinen. Ah, hier vorne ist einer. Der läuft gerade an uns vorbei. Also da durch das Visier, ne? Oh, da vor uns war auch einer hier. Zack, weg damit. Den brauchen wir nicht. Du störst nur die Gesellschaft. Zack, zapp, zapp, zapp. Hallo, was ist denn hier los? Ey! Was soll das? Geht's dir nicht? Malakai. Ja, dann runter mit uns, ganz schnell aber. Zap. Oh oh, wir müssen Panzerschreck am Arsch hier. Komm, jagen wir das Ding jetzt in die Luft, einmal boom, machen wir jetzt einmal Feuerwerk. Zack, boom. Habt ihr gesehen? Feuerwerk. So, wir haben unser Scharfschützengewehr hier noch und unsere deutsche MP. Komm, wisst ihr was?
Einen nehmen wir noch mit. Den nehmen wir Scharfschützen. Guck mal, der sieht sich so schön an, den nehmen wir mit. Sehr gut. Wir haben es geschafft, Daniels. Zurück zu den anderen. So sammeln sie sich mit ihrem Trupp. Da, in 40 Metern sind wir schon da. Ausgezeichnet, Jungs. Ausgezeichnet. Wir haben sie. De Gaulles Truppen drängen in die Stadt ein. Vielleicht gibt's doch noch Champagner und Kaviar für uns. Hey, Daniels, ob gut aussehende GIs immer noch gefragt sind? Tut mir leid. Das sollte dich nur aufheitern. War ja klar. Stadt des Lichts. Finde, das sollten wir feiern, was, Crowley? Jetzt gibt es kein Zurück. Paris ist wieder französisch. Das hier ist noch nicht vorbei. Der Krieg dauert an. Mann, Pearson, Spielverderber. Das ist Turners Job. Ich werde nie vergessen, wie wir die Garnison eingenommen und Paris befreit haben. Ich könnte fast schwören, dass Pearson gelächelt hat. Der Triumph wird uns bis an den Rhein tragen. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan, ne? Wir sind schon... Ich weiß nicht, wir haben jetzt die Befreiung, haben wir jetzt. Jetzt kommt Kollateralschaden, glaube ich. Ja, Kollateralschaden, 18. Oktober 44, ne? Da sind wir dann demnächst. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, ist kostenlos. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sind momentan bei 64 Abonnenten. Ich würde mich freuen, wenn es noch mehr werden. Und bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.